Gut. Dankeschön für die erste Stellungnahme. Wir haben für heute Themenblöcke vorbereitet, und zwar werden wir heute uns erstmal um die europäische Außenpolitik kümmern. Danach folgt dann die EU-Erweiterung und dann weitere Fragen zur Verfassung. Beginnen wir mal mit der Außenpolitik, europäische Außenpolitik. Dazu haben wir auch Fragen vorbereitet in dem Unterricht vor dem heutigen Tage. Und zwar fangen wir an, bitte mit der Lioba, ja? Wie viel hat die EU in anderen europäischen Ländern tatsächlich zu sagen und in welchen Bereichen hat sie Einfluss? Ich muss vielleicht eine kleine Bemerkung machen zu mir selber. Meine Ohren sind nicht so besonders gut, das heißt, ich muss Hörgeräte tragen. Und da kann es schon mal bei der Akustik hier in diesem Raum passieren, vor allen Dingen, wenn daneben Lärm ist, dass ich das eine oder andere nicht verstehe. Da muss ich nachfragen, und das war jetzt eben der Fall. Also sag mir nochmal. Die erste Frage, worum ist das? Nochmal? Wir haben eine zweite Kopie. Sehr, sehr schön. In bestimmten Bereichen der Politik, zum Beispiel Landwirtschaftspolitik oder auch Umweltpolitik oder Verbraucherschutzpolitik, das sind nur Beispiele, haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, also alle 27, der Europäischen Union Entscheidungsbefugnisse übertragen. Und wenn die Europäische Union in diesen Bereichen Entscheidungen trifft, einstimmig manchmal, manchmal mit Mehrheit, dann gelten diese Entscheidungen in allen Ländern der Europäischen Union. In diesen Bereichen hat europäisches Recht, europäische Gesetze, Vorrang vor den nationalen Gesetzen. Nicht in allen Bereichen der Politik, sondern nur dort, wo die Mitgliedstaaten gesagt haben, hier darf und muss Europa entscheiden. Aber dort, wo sie das gesagt haben, da gilt die europäische Entscheidung immer für alle. Wollen wir nochmal nach? Okay. Ich vermute, die Frage zielte eher darauf ab, inwiefern die EU in anderen europäischen Ländern, die der EU nicht angehören, was zu sagen haben. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist deine Frage so jetzt beantwortet? Oder? Ja. Also es geht genauer war die Frage darauf abgezielt, was die EU in Ländern, in europäischen Ländern zu sagen hat, die nicht der EU angehören. Ja, gut. Dort, in den Ländern, in denen die der Europäischen Union nicht angehören, hat die Europäische Union rechtlich gesehen nichts zu sagen. Also die Europäische Union kann nicht Gesetze für Norwegen machen, zum Beispiel, oder für die Schweiz. Aber ganz so einfach, wie es rechtlich ist, ist es politisch und tatsächlich nicht. Denn diese Länder sind so abhängig von der Europäischen Union als Absatzmarkt und auch in vielen anderen Bereichen, dass sie in der Praxis doch gezwungen sind, sehr viel von dem, was wir in Brüssel und Straßburg beschließen, zu übernehmen. Nicht immer sofort, manchmal auch mit leichten Abweichungen, aber es ist nicht so, dass die keine Rücksicht darauf nehmen müssen, was in Brüssel und Straßburg beschlossen wird. Vielleicht nochmal zu Ihrer ersten Antwort zurück. Sie hatten da einleitend gesagt, dass die Staaten haben viele, viele Kompetenzen an Europa abgegeben, um das gemeinsam zu entscheiden. Was ist denn nun eigentlich genau der Vorteil, das gemeinsam zu entscheiden? Warum oder was kann das Europäische Parlament oder das europäische System besser als die nationalen Parlamente und Entscheidungsgremien? Idealtypisch sollten die Mitgliedstaaten und wollen die Mitgliedstaaten die Entscheidungsbereiche der Politik nach Brüssel und Straßburg übertragen, bei denen es klar wird, dass die Lösung eines Problems nicht mehr auf nationaler Ebene greift. Ich will ein Beispiel nennen oder zwei. Alle wissen, dass verdreckte Luft und verschmutztes Wasser nicht an Grenzpfählen Halt macht und sich nicht durch Grenzen aufhalten lässt in Europa. Also müssen wir, wenn wir mit Umweltschutzproblemen, die grenzüberschreitend sind,
von der Natur aus fertig werden wollen, auch europäische Regeln finden und einhalten. Das nutzt überhaupt nichts. Ach, mir fällt ein viel praktischeres Beispiel ein. Stellen Sie mal vor, in den Niederlanden wird 20 Kilometer jenseits der Grenze ein Kohlekraftwerk errichtet. Was die dort ausstoßen, nicht bloß an CO2, sondern auch an Ruß und allen anderen Sachen, das kommt bei normaler Westwindwetterlage alles in Viersen und so weiter an und verdreckt dort die Luft. Wäsche auf dem Hof aufzuhängen oder im Garten ist dann schon nicht mehr möglich, weil immer das Zeug dort abrieselt, was die in den Niederlanden ausstoßen. Was kann man nun machen? Man kann die Bundeswehr nehmen, in den Niederlanden einmarschieren und denen das Kraftwerk stilllegen. Versteht jeder? Das gibt es nicht mehr in Europa, Gott sei Dank. Man kann sich ein wunderbares deutsches Gesetz machen über die Luftreinhaltung oder über Grenzwerte. Das ist schön, wunderbar. Bloß das berührt die Niederlande nicht. Das heißt, die kümmern sich nicht drum, die machen weiter. Also hilft es nur, wenn man wirklich was will, dass man ein gemeinsames Gesetz macht, dass die Niederländer wissen, das müssen die Deutschen genauso machen. Und die Deutschen wissen, wenn sie ein Kohlekraftwerk oder ein anderes Kraftwerk bauen oder eine Fabrik bauen, müssen sich an die gleichen Regeln halten. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wenn jeder alles alleine macht oder glaubt, lösen zu können in Europa, dann wird er feststellen, dass die anderen das auch tun. Und dann ist der Effekt weg, so wie ich es gerade geschildert habe. Und das, was ich für diesen Bereich Umweltschutz gesagt habe, das gilt für viele andere Dinge auch, zum Beispiel Verbraucherschutz. Entweder kapseln wir den deutschen Markt von anderen europäischen Ländern ab, dann gibt es vieles, was wir an Gemüse, Obst und so weiter kennen, nicht mehr. Oder wir machen gemeinsame Gesetze, wenn wir wollen, dass das, was in Deutschland eingeführt wird, gesundheitsunschädlich ist. Okay, vielen Dank. Die zweite Frage aus dem Publikum kommt dann vom Juri. Wie wir alle wissen, ist die Ostgrenze der EU zu offen für illegale Importe und Korruption. Was macht die EU ganz konkret, um den EU-Außenhandel besser zu kontrollieren? Da muss ich zunächst mal sagen, die EU-Grenze, die Ostgrenze der Europäischen Union ist nicht offen für illegale Importe und Korruption. Überhaupt nicht. Das ist gesetzwidrig. Das ist auch nicht erlaubt und das wird kontrolliert. Das wird kontrolliert. Also es gibt keinen freien Zugang von Gütern oder Personen, etwa von aus Weißrussland in die Europäische Union oder aus der Ukraine in die Europäische Union. Das gibt es nicht. Dass natürlich irgendwo mal Gesetze gebrochen werden, das ist keine Spezialität der Ostgrenze, sondern das gibt es immer wieder. Das muss und wird verfolgt werden. Also dieses Problem, das Sie ansprechen, gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der Weise, wie es angesprochen worden ist. Was macht die EU ganz konkret, um den EU-Außenhandel besser zu kontrollieren? Da geht es nicht nur um den Außenhandel, aber auch um den Außenhandel. Wir haben durch die und mit der Europäischen Union gemeinsame Grenzschutzbehörden und Grenzschutzbeamte geschaffen. Das heißt, die EU-Außengrenzen, egal ob für Handelsgüter oder Personen, werden nach den gleichen Regeln von gemeinsam ausgebildeten Männern und Frauen geschützt. Die Kontrollen funktionieren.